Peace Fashion 2014. Es wird wirklich wieder Zeit. Wir sind heute hier und präsentieren euch drei tolle Designer. Wir haben zum einen Weerasak Kanchuangjang, wir haben zum anderen das Label Latex-Luxxx dabei und die Sabrina Rudnick mit Steampunk Princess. Wir werden beginnen mit Herrn Weerasak Kanchuangjang. Ich habe versucht zu üben, aber es ist schwer auszusprechen. Er ist gebürtiger Thailänder. Er arbeitete in Bangkok als Damenmodenmaßschneider. Seit 2011 hat er hier in Leipzig in der Könneritzer Straße ein Ladenatelier mit dem Namen Fashion and More. Weerasak Kanchuangjang. Er maßschneidert Abendkleidung, unter anderem auch Kostüme für Schauspieler, für Bühnenkünstler, für Artisten, genau, für Artisten. Er hat unter anderem für das italienische Label Barina gearbeitet und er war präsent auf der Fashion Week 2011, 2012 und 2014. Also Bühne frei für Weerasak Kanchuangjang. Science Fiction, Fantasy, und die Liebe zur Mode des viktorianischen Zeitalters, 19. Jahrhundert, haben Sabrina Rudnick zu ihrem Label Steampunk Princess gefühlt, inspiriert. Und da ist es, seit 2013 gibt es das Label Steampunk Princess. Und die heute gezeigten Stücke sind zum Thema in 80 Tagen durch die Welt. Freut euch also auf Eindrücke aus der ganzen Welt und viel Spaß mit Steampunk Princess! Ich hab Lust auf Latex-Luxxx. Tine, die Designerin, oder besser gesagt eine Designerin von Latex-Luxxx, präsentiert heute ihre Kollektion. Denn Latex-Luxxx hat sich auf die Fahne geschrieben, elegante und individualisierte Latex-Mode für den perfekten Auftritt. Sie präsentieren sich auf der Internetseite latex-luxx.de. Dort hat der Johannes die Administration und von vielen Designern werden Angebote eingeholt, um die besten ausgewählten Stücke dort im Shop anbieten zu können. Allerdings wird es ab März auch Stücke im Chabon Store, im Nova Eventes in Leipzig geben. Oder ein Stückchen außerhalb von Leipzig, kennt ihr vielleicht. Und natürlich neben der aktuellen Kollektion kann man dort Maßanfertigungen machen lassen und Reparaturen von der hochqualitativen Latexmode. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Latex-Luxxx. Show, what a show! Zum Abschluss unserer SLT Meets Fashion Show möchte ich gerne nochmal alle Models und alle Designer zu uns auf die Bühne bitten. Kommt raus, kommt raus! Sie mögen alles! Latex-Luxxx! Sabrina Rudnick, Steampunk Princess! Und Weerasak Kanchuangjang. Mehr Jungs, das war doch. Und Damen. Es nimmt kein Ende. Der Meister hinterher. Fürs Abschlussfoto gehe ich mal eben beiseite. Und nochmal einen großen Applaus bitte für alle Teilnehmer. Für die tollen Design, tollen Kostüme, die tollen Models. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Und nun zum Ende unserer Fashion Show möchte ich noch ein paar Ankündigungen machen. In dieser Sonne, nachdem ich euch leider bitten muss, für 15 Minuten etwa diesen Raum zu verlassen, wird nachher der Elektroflow sein, gebt noch ein bisschen Zeit zum Umbauen und mir zum Ausheben. In der Rastsonne wird der Rockflow sein, unseren Indie-Flow findet ihr vor der Cocktailbar und im Oberkeller, das wird dann dort oben sein, wird in Dashflow gespielt. Außerdem könnt ihr euch ein bisschen umschauen, wir haben eine Fotoausstellung heute Abend in NRW von Christian Schenkel und Oliver Blanken. Ja, das war's eigentlich. Also wünsche ich euch einen schönen Abend. Genießt noch ein paar Momente den Anblick. Und ansonsten, schwarzes Leipzig, Tanz.